Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Power and Revolution zusammen mit Let's Cody. Hallo. So, wir versuchen immer noch Scotland unabhängig zu machen. Ja, starten wir einfach gleich mal weiter rein. Mal schauen, was so passiert. Polizei! Was will der denn da schon wieder? Oh. Oh! Die interne Polizeirevision. Ja. Groß machen können wir sie nichts. Ja. Eine erfolgreiche Beschattung einer Person hängt von dem Schutz dieser Person ab. Dieser ist abhängig von der besetzten Funktion und von ihrem Charakter. Eine Beschattung kann von einer besonders aufmerksamen und geschützten Person aufgedeckt werden, was zu einem Skandal führen kann. Die Detektei lehnt in einem solchen Fall jegliche Verantwortung ab. Aber wollen wir das jetzt gerade machen, ist die Frage. Wir warten noch ein bisschen. Die Weinsteuer. Jawohl, Alter, was ist denn der Scheiß? Die will er einfach runter machen. Was ein Wichser. Die Steuer ist eine willkommene Einkommensquelle für den Staat und ein Mittel, exzessiven Alkoholgenuss zu bekämpfen. Sie kann aber auch ein Wirtschaftszweig beschädigen, der oft einen großen Teil der landwirtschaftlichen Aktivität eines Landes darstellt. Ja, das ist eine gute Frage. Was jetzt das Schlauste ist. Nein! Wären die dafür oder wären die dagegen? Kostet den Haushalt dann auch schon wieder 10 Millionen, ne? Ich stimme mal dagegen. So, ich wollte noch mal 5.000 in den Cyberschutz investieren. Okay, unsere stellvertretende Generalsekretärin ist wieder dafür. Bekämpfung der Kinderarbeit will er auch runtermachen. Was? What? Was ist denn mit dem? What? Ja, also jetzt, also das, wenn ihm nicht ein bisschen nach unten haut, ey. Regelung zur Verhütung. Was kommt jetzt? Erlauben, zulassen. Was will er machen? Fördern war es davor. Also, und jetzt will er es erlauben und zulassen. Also er will sie nicht mehr fordern. Fördern. Er will es nicht mehr fördern. Verhütung ist eine vorübergehende, vorbeugende Maßnahme, eine Schwangerschaft vorzubeugen. Ja, das ist Wirklich. natürlich richtig scheiße. Die demografischen, religiösen, philosophischen und politischen Aspekte sind eine wichtige soziale Frage in allen Ländern. Aber da er dafür ist, wird sich nichts ändern. Ja, das ist schrecklich, dass man da irgendwie nichts machen kann. Oh, der will wieder was Neues machen. Sozialsicherung, Dienste für Behinderte. Will er auch runtermachen. Jawohl. Internetsteuer. Yo! Diese Steuer basiert darauf, dass Web-User copyright-geschütztes Material kostenlos austauschen. Sie dient der Unterstützung des audiovisuellen Sektors. Von 0 auf 74. Haushalt in Milliarden 5. Ich schaue jetzt erstmal eine Untersuchung, was die öffentliche Meinung dazu sagt. Die hassen es richtig. Ja, wundert mich nicht. Protestaktion. Gesetze in den Medien kritisieren. Wäre das dumm? Ja, schade nicht. Wait, wo hast du das jetzt? Kritik in der Presse oder im Fernsehen? Presse. Presse. Und dagegen, auch wenn es überhaupt nichts bringt.
will er jetzt? Was macht Prävention er jetzt? und Impfung will er nach unten machen. Wow. Er macht sich echt gerade unbeliebt, ne? Ja, irgendwie, weiß nicht, jetzt dreh er durch. Jetzt will er nicht mehr. So ungefähr so wie bei unserem ersten Run mit Corona. Hat er Boah. auch einfach irgendwann gesagt, ja, jetzt wird's eh nichts mehr, lass Holland einnehmen. Ja, stimmt. Was will denn jetzt schon wieder? Tourismussteuer, okay, 70% waren dafür. Festlegung des Arbeitslosengeldes. Will er auch runtermachen. Okay, wow. Protestaktion. Aber von wem? Der Von den Pre. Arbeitslosenvereinigung. Nee, von uns in der Presse. Also. Wahlempfehlung dagegen. 26. Uhuhu. Was passiert jetzt? Oh, Psychiatrische jetzt müssen wir nach Dienste oben. will er auch nach unten. Was? Jetzt müssen wir nach oben. Warum? Katastrophenmanagement, du dumme Sau. Wow! Was ein Wichser! Hilfen für die Beschäftigung von Älteren. Nochmal runter. Ah Alter. ja. Er stürzt unser Land in Chaos. Der hasst aber auch die alten Leute. Das ist ja schrecklich, Alter. Sozial abgeben, Arbeitnehmer. Okay, Sozialabgaben von Arbeitnehmern will erhöhen. Sind wir dagegen? Sollen wir noch eine Protestaktion starten, da die Arbeitnehmer mehr zahlen müssen? Ja, machen wir mal. Der Presse aber bloß. Er ist wieder 4,47. Das ist gut. Jawohl. Was waren damals bei der Weinsteuer? Wir haben das die Leute gefunden. Waren die gegen, oder? Ah, das haben wir nicht angeschaut. Fuck. Das wär gute Information gewesen. Im Beispiel des Tabaks ist der Zweck dieser Steuer die Abschreckung der Verbraucher im Rahmen der Gesundheitspolitik. Ah, ich glaube, da sind sie dafür. Ah. Wir enthalten uns. Ja. Ich glaube, das ist jetzt das Beste. Schon wieder auf 45, die dumme Sau bekommt noch nichts. Polizei, Sittenpolizei. Was macht er denn jetzt? Ach, er erhöht das, oder? Kann das sein? Ja. Was will der jetzt mit Sittenpolizei? Der träumt von den Kolonien. Jetzt wird's so ganz weird. Jetzt geht er. 44. Junge, Alter. Oh Gott, was hat er getan? Ich habe auch versehen, was auf die Tastatur gelegt. Ey, Junge. Nein. Jetzt wird er ein bisschen übermütig. Ja, ich glaube auch. Der will das Kolonialreich wieder aufbauen. So wie der hier arbeitet. Der hat seinen Blick schon Richtung Syrien gewendet. Komm, geh zur Corona-Zeit jetzt saufen in deinem Büro und dann haben wir das. Tourismussteuer. Soll es noch weiter erhöhen? Alter, wie viel jetzt? Von 6,9 auf 7,3. Theoretisch sind die Einnahmen aus dieser Steuer zur Förderung des Tourismus im Lande. Ich glaube, da können wir nichts dagegen sagen. 42 ist unten, oh. Oh. Vorgeschlagener Beschluss, die Leute haben es gemacht, er hat trotzdem Minus gemacht. Haha! Take that, Bruce. Fuck you. Okay, da haben wir schon wieder was Neues. Bestimmung von Rückkehrhilfen für Einwanderer. Höherer Anreiz, hohe Prämie. Aktuell wäre keine Hilfen. Ah, gut, da kann man glaube ich auch nichts dagegen sagen. Oh, jetzt auf 41. Vielleicht hätte ich mir das vorher dagegen sagen sollen. Und lass mich raten. Ja, unsere regiert diese Grenze ist wieder genäht dagegen, Alter. Junge. Die ist anscheinend gegen Ausländer. Jetzt haut er aber die Sachen raus. Kultur und Theater will er auch noch unten machen. Was haben wir hier? Bestimmen. Von Rückhilfe.
Die skandalöse Gesetzgebung ist vom Parlament verabschiedet worden und wir sind äußerst passiv geblieben. Ich glaube, dass die Partei mobilisiert hätte, wenn sie eine Protestaktion initiiert hätten. Also eine große Stille in den Medien. Sie haben keine einzige Meinung oder Kritik geäußert. Ach komm! Wie kann denn jetzt ein. Der ist. Oh, Junge, ja, wir hätten gegen dieses. Ah, was ein Scheiß. Wir sind keine gute Opposition. Nee, ich merke schon. Wir können jetzt noch Kritik abgeben. Wisst ihr auch das Gesetz, das wir verabschiedet haben? Das war echt scheiße. Es liebt uns. Bildung gibt Begabten klar. Alter, Junge, jetzt geht aber richtig ab. Ja. Jetzt will er die Welt brennen sehen. Marihuana-Konsumregeln. Konsum Oh. illegal. Was sagt Was will er jetzt machen? was sagen die Leute dazu? Die sind dafür. Die sind für illegalen? Naja. Oh Gott. Wir enthalten uns. Mutterschaft will auch noch unten. Ey, Junge. Alter, was ist mit ihm? Was geht denn mit dem Mann? Oh, Junge, jetzt ist sie schon wieder dagegen. Alter, was ist mit ihr? Sie ist ja noch schlimmer, sehr. Das nächste Mal schauen wir, was das Parlament will, nicht was die scheiß Einwohner wollen. Ja, aber das Parlament ist doch 50% eher. Ja, aber wenn wir einen Aufstand machen, dann macht vielleicht welche von seiner Partei mit. Ja, die traurige Hoffnung. Ja. Hasse ihn so sehr. Jeder hasst ihn. Deswegen ist er ja auch nicht mehr Premier. Rente festlegen. Jetzt will er noch weiter nach unten. Noch weiter. Wir müssen die Rentner wieder mobilisieren. Da werden sie jetzt wieder größtenteils dafür. Ich verstehe nicht, warum. Protestaktion. Die Freunde meiner Freunde sind meine Freunde. Nach diesem ganz einfachen Prinzip können Sie versuchen, einigen zentralen Persönlichkeiten vorgestellt zu werden, die schließlich direkten Kontakt zur obersten Staatsführung haben. Hierzu müssen Sie den richtigen Ausgangskontakt finden, der über das entsprechende Adressbuch verfügt. Was? Hast es nicht verstanden? Ja, so 34 wieder unten, die Sau. Ja, nicht mehr lange, ja. Wir sind wieder bei 50 oben. Bei 100 sind wir oben, der Wichser. Ja, dann war es. Wieder gebrochen. Wenn er das jetzt hinbekommt. Bildung, Landwirtschaft. Ach, das will er nach oben machen. Natürlich. Jetzt schon wieder. Nur weil Sie die Opposition bilden, müssen Sie noch lange nicht die Einflussbereiche dieses Landes verachten. Ganz im Gegenteil. Treffen Sie sich mit Leuten, machen Sie Versprechungen, schließen Sie sich mit Personen zusammen, die vom Wähler anerkannt sind. Haben wir Beeinflussen Sie schon die versucht? amtierenden Minister. Ihre Aktionen unter der Hand sind ausschlaggebend, um Sie auf den Weg zur Macht zu führen. Okay. Ich glaube, wir sollten in der nächsten Folge uns mit sehr vielen Menschen treffen. Okay. Wenn's sein muss. Dann, oh, jetzt auf 30, cool. Dann würde ich aber sagen, war's das mit der Folge? Lasst ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei und tschüss. Tschüss.